Die einmal so richtig glücklich sein. Ist man aber nicht. Corky wird abgesetzt, die Quote will es so, verteidigt man sich schwach. Auch beim ZDF will man Behinderte lieber nicht im Bild haben. Wolfgang Lippert, nach einem Skiunfall vorübergehend in Gips und Rollstuhl, wird kurzerhand durch Günther Jauch ersetzt. Wir meinen, so kompliziert ist Lipperts Part in der Show nicht, als dass man seine Unpässlichkeit nicht auch als Herausforderung verstehen könnte. Herr Schäuble sollte ein Machtwort sprechen, finden Sie nicht? Ich zeige Ihnen jetzt mal was. Dies ist Wolfgang Lipperts Bein vor 2 Jahren. Das rechte. Dies ist Wolfgang Lipperts Bein vor gut 2 Wochen. Ein richtig offener Trümmerbruch an 2 Stellen. Und dies ist Wolfgang Lipperts Bein heute Abend. Genagelt, gespachtelt, alles nochmal zugeschraubt. Mindestens 1 Jahr müssen also diese Nägel und Platten noch drin bleiben. Er wird aber in jedem Fall vorher wieder, und zwar garantiert, die nächste Goldmillion hier im ZDF moderieren. Wir wünschen ihm von hier aus alles Gute und gute Besserung. So souverän und locker, wie Günther Jauch seinen Einsatz hinter sich brachte, muss Lippi wieder einmal fürchten, dass aus seinem Beinbruch ein Karriereknick wird. Unsere Themen heute bei TVTV. Lindenstraße, bei Beimers daheim, dem Kult auf der Spur. Wenn Hans Anna das erste Mal küsste oder sowas, dann schrie immer die ganze Truppe da, Kult, Kult! Das wahre Leben, die deutsche Antwort auf MTVs Real World. Wir sagen, geht dorthin, seid wie ihr seid, wir drehen mit aus. Kirchenfürsten, Schafe trainieren die Hirten fürs Fernsehen. Alle drängen in die Medien, warum sollen die Kirchen als wichtige gesellschaftliche Gruppe, als gesellschaftlich relevante Gruppe, nicht versuchen, in die Medien zu drängen? Und Holm Dressler von Sinnen, der Produzent und die Dicke. Am 27. März, 22 Uhr, RTL 2. Macht einfach Spaß! Als den Von-Sinnen-Effekt bezeichnet man mittlerweile in der Fernsehbranche das schnelle, auf Quoten zielende und von medienträchtigen Skandälchen eskortierte Abfackeln eines Moderatorengesichts. Sie steigen hoch, sie fallen tief und viele, die das Geld zu den Privaten lockte, haben diesem Effekt zu trauriger Normalität verholfen. Hella Kemper, besser bekannt als Ultnudel Hella von Sinnen, kann ein Liedchen davon singen. Nachdem sie für RTL abgenudelt war, stand sie plötzlich vor dem Nichts und nichts, was sie danach versuchte, wollte so recht klappen. Jetzt will sie es nochmal wagen bei RTL 2 und mit Hilfe von Macher Holm Dressler. Seit Wochen wird Hellas neue Show mit merkwürdig verkrampften Spots angetrailert. Jetzt endlich soll es soweit sein. TVTV blickte hinter die Kulissen der Sendung mit der Putzfrau, sprach mit einem total coolen Holm und einer sehr hibbeligen Hella. Eigentlich ist nichts an der neuen Show neu. So viel vorweg zur neuen Show von Hella von Sinnen. So, hallo, wir sind hier in der Kulisse. Spannend, spannend, spannend. Hella von Sinnens neue Show. Diese Show heißt, wenn die Putzfrau zweimal klingelt. Sie werden keinen Klingelknopf finden, nämlich das hat mit Putzfrau Schmitz zu tun, zu der wir während dieser Sendung immer live schalten werden. Ich bin in Berlin, in einer scheinbar sehr geräumigen Altbauwohnung und hier wohnt das Management von der Frau Hartl. Und ich bin sehr aufgeregt, weil ich hier alles zu sehen kriege, weil wenn die Nina in Berlin ist, dann ist sie natürlich hier, hält sich hier auch auf. Und die Frau Hartl, die hat ja eben so viel Kontakt auch mit übersinnlichen Sachen. Also ich bin sehr aufgeregt. Neu ist, dass Hella von Sinnen einen prominenten Gast 60 Minuten lang hat. Und dieser prominente Gast wird überrascht mit Gästen aus seinem Leben, mit Filmeinspielungen, mit Überraschungen. Es werden Gäste wie Nina Hagen eingeladen, denen man ihr eigenes Leben vorführt und die mit lastig überraschen Gags sentimental werden sollen. Naja, Hella versucht sich als Talkmasterin. Ein bisschen intelligent, ein bisschen witzig, ein bisschen Smalltalk. Und sie übt sich in ihrer Lieblingsdomäne, der Selbstdarstellung. Ich finde das Konzept für diese Show, was wir uns ausgedacht haben, sehr stimmig. Es funktioniert, es ist witzig und es ist für den Stargast rührend. Auch wenn es heute nicht, oh toll, vielen Dank, Prost ihr Lieben. Wenn es heute auch nicht so rührend war, könnt ihr ein bisschen leiser sein, Vergeltsgöttin. Der Bayer an sich entfesselt. Es war halt heute nicht so richtig sentimental. Also wir haben ja schon eine Sendung mit Toni Schumacher gemacht. Die war so ein bisschen rührender. Jede Sendung ist halt anders. Es gibt viele Ingredienzien in der Show und ich freue mich einfach rasend, dass ich diese Show auch gerade machen kann. Vielleicht kann Hella ja schon bald wieder mit Sekt anstoßen, wenn sie als Putzfrau mehr Erfolg hat als mit ihren letzten Projekten. Nach dem Aus für die Tortenschlachtshow ging nämlich alles schief und der Sender, der die Ulknudel aus Köln zum Star machte, wollte nichts mehr von ihr wissen.
war natürlich am Anfang, ich will mal erstmal sagen, irritiert, fast geschockt. Hatte diesen typischen Arbeitslosen-Schock. Du sitzt zu Hause, verdienst kein Geld mehr, hast deinen Terminkalender bis Mai mit dicken orangefarbenen Markern markiert und musst dann mit Tippex überall rübergehen und weißt nicht, wie du die Miete eigentlich im Sommer bezahlen sollst. Und musst dann wieder diese berühmten kleinen Schweinemucken machen, Moderationen und Messe und so, um einfach die Kohle zu verdienen. Zum Glück bist du aber so prominent und auch so talentiert, dass dir das nicht schwerfällt, deine Miete weiterhin auch zu verdienen. Es gab sicherlich Animositäten auch im Sender und es gab keine Kommunikation. Das war eigentlich das Schlimmste, dass niemand mal mit dir spricht, sondern du kommst einfach irgendwann nicht mehr vor. Mangapella, ein Weibermagazin auf RTL. Und dann produzierte sie noch für RTL 4 Folgen einer 30-minütigen Show, die den Titel Spielfilmlight oder Hollywood tragen sollte. Diese 4 Folgen wurden kürzlich zur nachtschlafender Zeit unter dem Titel Sinnlos ausgestrahlt. Hella ist's egal, denn Holm an ihrer Seite gibt ihr neues Selbstbewusstsein. Ich bin kein Erfolgsgarant. Das kann ich nicht sein, so vermessen bin ich nicht. Und ich habe meine Rolle eigentlich auch immer im Hintergrund gesehen, auch beim Thomas. Wir haben 15 Jahre miteinander gearbeitet, werden irgendwann auch wieder zusammen arbeiten. Und ich habe meine Rolle nie definiert als das berühmte Hirn. Sondern es ist natürlich auch eine Frage der Presse, die ganz gern so eine Verteilung hätte. Hier ist jemand, der moderiert und der andere, der eben sozusagen die Sätze aufschreibt. Holm Dressler und Thomas Gottschalk trafen einander 1977 das erste Mal beim Südwestfunk. Tommy als Nachwuchsmoderator und Holm als festangestellter Redakteur. Das Erfolgsduo machte zusammen Tommys Show Telespiele, anschließend Na sowas für das ZDF und natürlich Wetten das. Und auch ohne Holm ging Tommy bei seinem Wetten das Comeback nicht baden, im Gegenteil. Tommy hatte bei der letzten Sendung sogar 50% Marktanteil und 16 Millionen Zuschauer. Gar keine Frage, der Thomas Gottschalk wäre auch ohne mich das geworden, was er heute ist. Also der, mit seinem Talent, mit seinen Möglichkeiten, das wäre nicht zu verhindern gewesen. Ich bin selbstbewusst genug, dass ich sage, aus mir wäre auch was geworden in dieser Richtung. Bei den Putzfrau-Proben ist Hella gereizt, nervös, der Erfolgsdruck ist zu groß. Noch einen Flop kann sie sich nicht leisten. Immer wieder drängt sie uns, die Kamera auszuschalten. Klar, sie ist ein wenig unsicher, es läuft nicht alles nach Plan. Holm bleibt cool. Den Ehrgeiz haben alle kreativen Menschen, was Neues zu entdecken. Und irgendwo glaubt man auch, was Neues zu haben und zack, sagt man, das kenne ich, das habe ich schon mal gesehen. Dann ist man auch enttäuscht. Hier ist es wahrscheinlich... Wir müssen uns in der Kunst des Blendens einfach verstehen. Ich sehe mich auch so sozusagen wie ein Koch, der einfach die Zutaten wie Salz, Pfeffer, Mehl und Milch nicht erfunden werden, aber mit diesen Zutaten etwas Neues kreiert, was neu schmeckt und gut schmeckt. Den Anspruch, etwas Neues erfunden zu haben, heben wir mit dieser Sendung nicht. Holm Dressler ist zufrieden mit der Sendung. In den nächsten Folgen werden Thomas Gottschalk, Karl Dall, Lisa Fitz und noch ein paar andere Anekdoten aus ihrem Leben erzählen. Außerdem ist Holm Dressler noch mit der Entwicklung der neuen Rudi Carrell Urlaubsshow beschäftigt und soll demnächst auch Regie bei einem Spielfilm führen. Logisch, dass er sich weniger Sorgen um die Zukunft machen muss als Hella. Ich fürchte keine blauen Flecke, habe auch schon welche bekommen und es ist nicht alles Gold gewesen, was ich angefasst habe. Ich habe da einen unerschütterlichen Mechanismus in mir, der einfach auch... vorsieht Misserfolge, wo ich sage, na gut, das war nichts, woran hat es gelegen, kurze Türken, da ärgere ich mich drüber, aber ich stelle meine Arbeit und auch meine Existenz nicht in Zweifel, sondern gut, das nächste wird wieder besser. Nach der Sendung geht auf Hella, Nina und Holm ein Blitzlichtgewitter nieder. Holm hat mit seinen 44 Jahren schon 20 Jahre TV-Leben auf dem Buckel. Vom Kabelträger zum Millionär. Seine TV-Prognose für die nächsten Jahre lautet, noch mehr Shows, noch mehr Sender und noch mehr Arbeit für Erfolgsverwöhnte wie ihn. Noch vor ein paar Monaten hätte ich gesagt, die Spitze des Schwachsinns, oder umgekehrt mal gesagt. Ich habe mich in den letzten 2 Jahren auch nicht ganz zurechtgefunden in dieser Entertainment-Landschaft, weil ich auch gefühlt habe, das ist nicht mehr meine Welt. Es ist ein Schwachsinn, ein Schrott um mich herum und es treten Moderatoren auf, die alle gleich aussehen, als seien sie geklont, als würden die Sendeanstalten fürchten, charismatische Menschen ans Ruder zu lassen und sie auch nur den einfachen Weg gehen, indem sie Formate aus dem Ausland übernehmen und 1:1 übertragen, weil sie kein Risiko eingehen. Und dieses fehlende Risikobereitschaft führte zwangsläufig zu einer Langeweile, die das Publikum auch spürte. Also ihr Lieben, am 27. März, 22 Uhr, RTL 2, macht einfach Spaß! Guckt ihr bitte die sehr schöne Sendung, wenn die Putzfrau zweimal klingelt und mich kriegt ihr dann noch dabei. Prost und tschüss! Na sicher, Hella, werden wir gucken. Das erste Mal... Nein.